Servus Hendrik. Servus Michi. Ja, und servus mal wieder bei Hendriks Werkstatt. Die brauchen wir gleich noch, deswegen ist es ganz praktisch, dass wir so hier quasi starten. Großes Problem bei Fahrzeugen mit Schiebedächern oder mit so Panoramadächern, Faltdächern, eigentlich alles. Der Kunde, der mich jetzt hier angerufen hat, das ist ein Golf 6. Warte mal. Nee, ist sogar noch ein Golf 5. Ja, ist ein Golf 5. Stimmt. Gab's ja gar nicht. Golf 6 Variant gab's ja nicht. Das ist ein Golf 5 Variant. Der hat ein riesengroßes Panoramadach. Und das riesengroße Problem an dem riesengroßen Panoramadach ist, er hat einen klatschnassen Fußraum. Vorne und hinten. Zeig mal. Gehen wir mal rein? Ja. Hier so. So. Ich fummel jetzt mal hier unten rum. Weißt du, bei deinen Pratzen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Nee, sieht man nicht. Die sind, doch, jetzt sind sie da sauber, weil der Teppich nass war. Das ist ein ganz guter Vergleich. Du hast hier oben, weil diese Dichtungen, wenn du mal hier hochschaust, jetzt im geschlossenen Zustand, das sind so Filzdichtungen. Die sind aber trotzdem nicht zu 100% dicht. Jetzt hättest du ja normalerweise eigentlich das Problem, dass hier oben das Wasser ja eigentlich gar nicht ablaufen kann und würde ja dann in den Innenraum schwappen. Dafür hat man dann sich Ablauflöcher gebastelt. Die sitzen immer an der vorderen Seite, weil das Fahrzeug vorne ein bisschen niedriger ist. Also darf ich mal kurz fragen, bitte? Die sind absichtlich nicht dicht, oder wie? Die müssen quasi ein bisschen undicht sein, also du kannst es auch gar nicht vermeiden. Schon alleine auch, wenn du jetzt die Tür zumachst. Du hast zwar hinten drin im Kofferraum, sind unter den Stoßstangen, wenn du die Tür zumachst, hast du normalerweise so einen tierischen Überdruck quasi, wenn du die Tür schließt. Und für all sowas, die Dichtungen hier oben, mei, die werden halt auch mit der Zeit einfach mal ein bisschen poröser und ein bisschen undichter. Mhm. Jedenfalls, dafür gibt es diese Ablauflöcher, die sind immer an der vorderen Seite, rechts und links. Ja, und die sind meistens zu, weil da irgendwie so kleine Staubpartikelchen, Dreckpartikelchen, Laub, alles mögliche fällt da rein und schnuddelt und dann zu. Ja, jetzt kommt dann der manche... Jetzt warte mal, noch ganz kurz, und das läuft dann quasi, normalerweise läuft das genau ab, oder wie? Das läuft, normalerweise geht dann der Schlauch hier so raus und geht hier runter in die A-Säule und läuft normalerweise ungefähr bis hierhin und dann sollte es normalerweise über einen Seitenschweller unten ablaufen. Sollte. Tut's in dem Fall jetzt aber nicht. Jetzt gibt's, ach, weißt du was, ich zeig dir jetzt mal diese Ablauflöcher. Genau. Oh ja, und man sieht auch schon, hier oben ist alles klitsche, klatsche, nass drin. Also innen? Ja, schau mal, ich gehe hier einmal drüber. Ist alles tropfi, tropfi, oh ja, nass. Oh ja, und schau mal, auch hier, wenn du, ja, hier, siehst du mal das von, ja, oben? Ja, warte. Hier ist alles patschnass. Ja. So, und jetzt haben wir halt das Problem, irgendwann ist der Pegel erreicht, dass es hier, kommst du? Ich glaube, du schaffst das, weil du ja recht groß bist. So, schau mal, jetzt haben wir hier oben, steht schon das Wasser drin. Alter, ja. Ja, ja, richtig viel. Und irgendwann ist der Pegelstand erreicht und es läuft hier oben drüber. Aha. Dann läuft es innerhalb deines Teppichs und innerhalb deiner gesamten Verkleidung innen drin, läuft es dann schön in deinen Innenraum. Das heißt, dein Auto modert dir unterm Arsch weg. Genau, es fault dir unterm Arsch weg. Jetzt hat er sogar schon gesagt, die hinteren Gurte sind am Schimmeln. Was, die Gurte? Ja, nee, sehe ich jetzt hier nicht. Aber der Kunde hat normalerweise immer recht. Naja, auf jeden Fall, wir haben eine extreme Feuchtigkeit drin. So, jetzt könnte man meinen, hey cool, ich biege mir jetzt zu Hause, ich habe zu Hause einen Kleiderbügel, den biege ich mir jetzt zurecht und piek's einfach das Loch durch. Mhm. Oder den Schlauch da, einfach da durchstochern. Ja, das haben schon leider sehr viele gemacht. Das macht aber alles nur noch viel schlimmer. Weil das da ist ein Plastik, so ein Plastikzapfen, auf dem steckt ein Gummischlauch. Es kann sein, dass wenn du jetzt versuchst, mit einem Stück Draht durch dieses Plastikrohr durchzustochern, dass du hinten entweder den Schlauch zerstocherst oder dass du gleich den ganzen Schlauch von den Plastikstopfen runterziehst. Ja, dann hast du den Riesensalat, weil dann läuft dir nämlich alles richtig in deinen Dachhimmel, in deine Deckenbeleuchtung, in den Schiebedachmotor, überall rein. Dann hast du den richtig, den fiesen Salat. So, deshalb gibt es nur zwei Möglichkeiten. Nee, eine Möglichkeit, mit Druckluft durchpusten. Dabei gibt es aber auch wieder zwei Varianten. Es gibt ein paar größere Waschstraßenhersteller oder Waschstraßenanbieter, die haben bei ihrem Saugerbereich auch einen Druckluftpistolenbereich. Ihr macht es also entweder selber, geht es aber dann bitte nicht her und geht mit voller Lotte drauf, weil auch dann, wenn die Verstopfung fies und hart ist, kann es trotzdem sein, ja, dass der platzt. Dass du den Schlauch wegplatzt, wegschießt und dann hast du den gleichen Salat. Das Gute ist jetzt hier in dem Fall, sehe ich schon, der Himmel ist eh schon ein bisschen ab. Deswegen, ich will jetzt eigentlich mal zeigen, vielleicht sieht man es nämlich, wo dann dieser Schlauch da unten, ja, der ist schon länger, was siehst du? Der ist schon ziemlich, oh, der ist auch schon ganz schön feucht da oben.
So, schau mal hier oben rein. Mal gucken, ob du das siehst. Oh ja, da sieht man es. Siehst du hier diesen weißen Pompel? Das da oben ist dieser Anschluss von dem Loch. Erkennst du es? Genau. Ja, der ist jetzt in dem Fall noch, zum Glück ist er noch dran. Weil wenn ich da jetzt nämlich mit Druckluft durchgehe, dann hätte ich nämlich auch den scheiß Salat und hätte dann den ganzen Himmel voll. So, das mache ich ihm später noch gescheit sauber und fest, weil das gefällt mir gar nicht. So, jetzt schauen wir mal. Ich möchte nämlich mal so ein Ablaufloch zeigen. Siehst du da hinten hin? Soll ich einen Zeiger holen? So, ich gehe jetzt mal von der anderen Seite hin, weil dann kannst du es nämlich, denke ich, mal besser sehen. Jetzt machen wir hier mal das Licht an. Schau mal. Komme ich hier mit dem Zeigi durch? Nee, leider nicht. Hier hinten, in der Ecke, da unten siehst du ein Loch. Oder auch nicht. Ja, jetzt sieht man es. Genau. Das ist dieses ominöse Ablaufloch. Genau. Und jetzt gehen wir nämlich ganz einfach her. Ich nehme jetzt meinen Schlauch mit der Druckluft, die ich ja vorher schon benutzt habe. Du gehst mal am besten weg mit deiner Kamera, nicht, dass ich dich ansprutzel. Und schaust vielleicht gleichzeitig, ob es dann unten gleichzeitig was rausläuft. Müsste nämlich eigentlich der Fall sein. Wasser haben wir ja schon drin. Jetzt muss ich nur das Loch finden. Das Coole ist, meine Druckluftpistole hat jetzt hier in dem Fall die Möglichkeit, ich kann den Druck einstellen. Oder weniger. Und ich gehe jetzt in dem Fall lieber erst mit weniger Druck drauf, bevor ich da jetzt volle Lotte drauf jauch. So, jetzt müsstest du mal schauen, unten, ob dann irgendwo... Ha! Da unten siehst du es schon tropfen. Ich sehe hier gar nichts. Ah ja, doch, genau. Genau, das war's jetzt im Endeffekt schon. Das heißt, du hast es jetzt durchgespült. Genau, ich habe das jetzt einmal, das restliche Wasser hat es jetzt schon durchgespült, das ist perfekt. Jetzt gehe ich her, tu noch ein bisschen Wasser oben auffüllen und gleichzeitig auf der anderen Seite auch nochmal schön rauspumpen. Aber die Seite ist jetzt schon sauber und dadurch, dass es unten an der Stelle rauskommt, wo es rauskommen soll, haben wir auch den Schlauch nicht abgeschossen. Voll cool. Sehr gut. Hier musst du jetzt natürlich vorsichtig sein, dass du nicht in den Innenraum schüttest. Schnorchelt schon richtig und plätschert auch richtig. Ja, genau. So. Ja, man kann es erkennen. Ja. Voll gut. Hendrik glücklich auf der Seite. Jetzt machen wir die andere Seite noch schnell. Dann kann ich meinen Kunden nämlich schon wieder nach Hause schicken. Und werde ihm empfehlen, wenn das Wasser, das kriegst du fast nicht mehr raus. Und deshalb gibt es nur eine Möglichkeit. Wie, was kriegt man fast nicht mehr raus? Das Wasser aus dem Teppich. Du kriegst den Teppich fast nicht trocken gemacht. Gerade jetzt im Winter wird es ja draußen nicht gescheit heiß. Also kriegst du den Teppich nicht sauber oder trocken. Deshalb gibt es nur eine eigentlich richtig coole Möglichkeit, Katzenstreu. Hört sich bescheuert an. Ach komm. Aber es gibt so ein kristallines Katzenstreu. Das klumpt nicht und das hat auch keinen Beton mit drin, damit es verklumpt. Und damit tust du einfach in deine Fußräume hinten und vorne reinstreuen. Und auch durch das drauf rumtrampeln wird das Ganze, entsaugt es dann quasi dem Teppich wieder die Flüssigkeit. So, andere Seite, gleiches Spiel. Sehr schön. Dann schauen wir noch hier nochmal, ob es unten rauskommt. Und dann war es das tatsächlich schon wieder für heute. Uah, lieber mal draufsteigen. Oh ja. Kommt. Und wie? Ja, mega. Toll. Super. Werkstatt ist überflutet, aber Hendrik ist glücklich. Ist einfach eigentlich, oder? Es ist im Endeffekt überhaupt nichts dahinter. Es geht wirklich nur darum, tut es mir den Gefallen, biegt euch keinen Draht zurecht, schießt es nicht selber durch. Und wenn ihr es selber durchschießt, seid bitte vorsichtig. Aber ihr habt gerade gesehen, ich bin da eigentlich schon mit recht viel Druck drauf gegangen. Es ist trotzdem nichts abgeploppt und ich habe endlich wieder einen Ablauf. Genau. Also im Endeffekt, kurze Rede, langer Sinn. Nee, war wirklich eine ganz, ganz schnelle Nummer. Das ist wenig Aufwand, aber viel ist dahinter. Weil wenn es nicht abläuft, das Wasser, versaut sich den ganzen Innenraum. Also, beim nächsten Mal bei der Inspektion Bescheid sagen oder an größere Waschstraßen fahren mit einer Druckluftpistole. Natürlich nur, wenn ihr so ein Panoramadach habt. Ansonsten unsinnig. So, ja, dann war es das für heute schon wieder. Jetzt wünsche ich einen schönen Tag. Darf ich noch kurz was fragen? Bitte, Michael. Wie ist denn das bei Cabrios eigentlich? Wo läuft denn da das Wasser? Läuft das über den Kofferraum? Du hast tatsächlich beim Cabrio hinten... Schon, gell? Ja, läuft du hast so eine spezielle Wanne hinten noch. Genau.
ja. oberhalb von deinem Kofferraum, dieses, das ist der Wasserkasten, das läuft da rein und hat dann da seine Abläufe. Und ich glaube, an der vorderen, am Scheibenrahmen hast du oben auch nochmal so kleine Abläufe, das ist in den Scheibenrahmen dann runter. Kann das dann auch verstopfen? Kann verstopfen, aber dadurch, dass du es eh wahrscheinlich die meiste Zeit, da oben ist halt, die Sache ist die Dichtung, die halt bei deinem Cabrio-Dach oben drauf liegt, die verschließt ja eh schon quasi das. Mhm. Und da hast du ja oben nicht so eine Sicke drin, wo sich das Wasser sammeln kann. Mhm. Also ich denke, dass Cabrios, bei denen ist vielleicht eher hinten, dass man hinten beim Wasserkasten einfach mal reinschauen sollte. Okay. Ja? Gut, das war's. Gut, das war's dann für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr was zu kommentieren habt oder wenn ihr Probleme mit euren Ablauflöchern habt, sagt Bescheid. ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und abonniert meinen Kanal. Bis bald. Tschüss, ciao.